Willkommen zurück bei Drinkling, deinem Anlaufpunkt für spannende und inspirierende Drinks. Heute tauchen wir in einen New Wave Klassiker der Tenniswelt ein, den Honey Deuce. Dieser erfrischende Cocktail ist seit über 15 Jahren ein fester Bestandteil der US Open und hat sich als ikonischer Sommerdrink dort etabliert. Lass uns gemeinsam die spannende Geschichte hinter dem Honey Deuce entdecken und erfahren, warum dieser Drink jedes Jahr tausendfach über den Tresen geht. Der Honey Deuce wurde 2006 von Nick Motone entwickelt, einem renommierten Mixologen, der für seine kreativen und eleganten Cocktailrezepte bekannt ist. Die Marke Grey Goose war von Anfang an die treibende Kraft hinter diesem Drink und hat ihn als offizielles Getränk der US Open eingeführt. Seitdem ist der Honey Deuce untrennbar mit diesem Tennisturnier verbunden und hat sich zu einem Publikumsliebling entwickelt. Der Drink symbolisiert den Sommer, das Gefühl des Siegens und das Erlebnis eines der bedeutendsten Sportevents der Welt. Der Honey Deuce ist nicht nur geschmacklich ein Hit, sondern auch ein unglaublicher Umsatzbringer. Jedes Jahr werden bei diesem Turnier Hunderttausende dieser Cocktails verkauft. Alleine 2023 gingen über 350.000 Gläser des Honey Deuce über die Theke, was einen beeindruckenden Umsatz von mehreren Millionen Dollar einbrachte. In diesem Jahr hat tatsächlich der Honey Deuce auch einen neuen Preisrekord gebrochen. Für einen Cocktail zahlte man 37 US-Dollar. Und dieses Jahr gab es dann tatsächlich auch nochmal einen Rekord. 400.000 Einheiten sind verkauft worden. Etwas über 10 Millionen Dollar Umsatz alleine mit diesem Drink. Die ikonischen, mit Melonenkugeln garnierten Cocktails sind bei den Fans fast so beliebt wie die Matches selber. Und mittlerweile gibt es da sogar eine Art Sammelkult, weil rund zu den US Open bringt Grey Goose jedes Jahr limitierte Sondergläser, die speziell nur auf dem US Open eingesetzt werden. Dieser Drink wurde zur festen Größe der US Open und auch wenn er nicht exklusiv Grey Goose gehört, ist der Honey Deuce fest mit der Veranstaltung und dem dazugehörigen Premium-Wodka verbunden. Interessant ist, dass hinter dieser Cocktailbezeichnung, dem Honey Deuce, ein Trademark angefügt ist und wenn man da mal genauer nachguckt, dann liegt es daran, dass es nicht gesetzt ist, dass Grey Goose in diesem Drink ist, sondern die drei Honeydew-Bälle, die Melonenbällchen. Es müssen drei auf einem Spieß sein, das sagt der Trademark. Der Honeydew ist ein Paradebeispiel für Einfachheit und Eleganz in der Cocktailwelt. Hier sind die Hauptzutaten, die diesen Drink ausmachen. Erstens Wodka. Die Basis für den Honeydew und letzten Endes auch das, was die Aromen bindet und festhält und eine Kombination ausmacht. Wodka, vor allem ein weicher Wodka mit Klarheit, passt perfekt zu den beiden anderen fruchtigen Zutaten. Dann haben wir da eine selbstgemachte Limonade. Die sorgt für erfrischend leichte süße Note und macht den Honey Deuce besonders sommerlich. Dann haben wir da noch die eisgekühlten Melonenkügelchen. Und schließlich einen Himbeerlikör. Und damit haben wir die vier Zutaten, die bei diesem Drink essentiell sind. Und der Drink an sich super, super easy. Während Grey Goose Wodka zwar nicht die Rechte am Rezept hat, hat die Marke das Getränk zu einem festen Bestandteil der US Open gemacht. Weil hier natürlich ein entsprechender Marketingtreiber hinter ist mit viel Marketinggeldern im Hintergrund. Doch letztlich ist es nicht nur das Marketing, das den Honey Deuce so beliebt gemacht hat, sondern vor allem die perfekte Balance der Aromen. Leichtigkeit, leichte Zitrone zusammen mit einem Hint von Himbeere. Und der Wodka im Hintergrund mit kaum Eigennoten, die definitiv sowohl gegen die Zitrone in Verbindung mit der Himbeere nicht anstinken können, macht es zu einem interessanten Getränk, das aber auch einige Stellschrauben mit. Hier hat also Nick Motone eine schöne Basis, einen sogenannten Highball erschaffen, den man im Zusammenspiel mit frischen Zutaten auch noch anderweitig ausbauen kann. Das Zusammenspiel dieser Zutaten
vor allem im Zusammenhang mit einer hochwertigen Spirituose, zeigt, wie wichtig die Qualität und das handwerkliche Können hinter dem Cocktail ist. Ein Drink erreicht seinen Kultstatus nicht nur durch Branding und durch Marketing, sondern vor allem durch seinen einzigartigen Geschmack und letzten Endes die Fähigkeit, Bartender und Gäste gleichermaßen zu inspirieren. Dann schauen wir mal, was wir alles dafür brauchen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Glas. Denn der Drink ist ein von der Methode Built in Glas und ein Highball. Bedeutet, ich habe ein Highball Long Drink Glas, könnt ihr euch aussuchen, zwischen 0,3 und 0,4 Liter Füllmenge. Dann brauchen wir Eiswürfel dazu, dann brauchen wir eine selbstgemachte Zitronenlimonade dazu. Wir brauchen Wodka dazu. Ihr könnt auch einen gereiften, hochqualitativen Wodka nehmen. Ich nehme jetzt hier tatsächlich den hochqualitativen. Der hat so eine ganz leichte Vanillenote noch mit drin, ganz zart. Und dann habe ich ein Himbeerlikör. Ich hätte jetzt zu Chambord greifen können, aber ich nehme den Framboise de Reims von Giffard. Das ist halt mein Lieblingslikör, wenn es um Himbeere geht. Und dann ist auch gut. Der Drink ist wirklich denkbar einfach. Und das, was wir brauchen, seht ihr hier schon vorbereitet. Melonenbällchen. Denn dieser Drink hat festgeschrieben, dass genau drei Melonenbällchen dran sein müssen, damit der Name für diesen Drink genutzt werden darf. Und ja, es ist ein Trademark und ja, wir sind nicht in den USA. Aber wir sind auf YouTube und da weiß man ja nie. Deshalb kommen da drei Melonenbällchen. Und für Melonenbällchen brauchst du einfach nur eine schöne Honigmelone und dieses, jenes Werkzeug, einen Kugelstecher. Und mit ein bisschen Üben kriegst du das hin. Du kannst die einfrieren oder auch nicht. Ich nehme sie jetzt hier so direkt aus dem Obst. Und ich bereite jetzt erstmal den Spieß vor. Was ich brauche ist, genau, ein Spieß. Eine Pinzette und ich habe drei, habe ich hier schon identifiziert, die sind eigentlich ganz schick. Nummer eins, der war auch ganz schick. Upsi. Nummer zwei, das Spannende ist, die Melone duftet halt, ne? Und dieser Duft von der Melone ist halt, ja, sehr entscheidend, weil Olfaktorik und Duft und so haben wir ja schon genügend drüber gequatscht. Und jetzt packen wir die Zutaten einfach rein in den Drink. Und jetzt machen wir es ein bisschen anders als bisher. Ich packe jetzt erstmal schon mal den Wodka da rein. Wir brauchen 4 Zentiliter von diesem Wodka. Und ihr seht, da ist noch kein Eis drin, weil das kommt erst hinterher. Wodka drin. Dann brauchen wir 1 cl. Ich packe jetzt hier einfach mal 2 cl rein, weil ich den ein bisschen rosaner haben möchte im Original. 1 cl Chambord. Ich mache jetzt hier 2 rein. So, und jetzt fülle ich das Glas mit Eiswürfeln. Und ihr kennt das hier vielleicht auch schon von mir. Eiswürfel kann man nie genug haben. Glas rappelvoll machen. Und wir füllen das Glas jetzt einfach auf mit selbstgemachter Zitronenlimonade. Ist relativ simpel. Ihr nehmt einen Sprudel, packt da frischen Zitronen- und Limettensaft rein. Vorher natürlich gemixt mit Zucker und oder Honig. Langsam aufgießen oder dann hinterher in den Sprudler tun und fertig. So, und ihr seht, die Kohlensäure holt das alles so ein bisschen nach oben, aber ich helfe dem einfach nochmal nach, indem ich das Eis nach unten drücke und hier unten einmal kurz ein bisschen rühre. Trinkhalm rein. Und dann, erinnernd an die 3 Tennisbälle, unser Melonenspieß. Und dann ist er fertig, der Honey Deuce. Übrigens Deuce für Gleichstand beim Tennis.
gucken wir uns den einfach mal an, den Honeydews. Ja, hier, Gurke, Melone, ne? Das ist der Geruch. Erfrischend himbeerig, leicht zitronig. Super. So wie es sein soll. Also sehr einfach, straight. Man schmeckt den Wodka nicht wirklich. Das Richtige für euch. Also, das war er, der Honey Deuce. Und das war es für heute. Ich hoffe, du hattest mit dieser spannenden Geschichte rund um diesen Drink, rund um den Sport Tennis, genauso viel Spaß wie ich. Wenn du diesen Cocktail einmal selber probieren möchtest oder vielleicht einen eigenen Drink kreieren, eine eigene Version, dann gerne ab damit unten in die Kommentare. Bitte nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, den Like-Button drücken und gerne den Kanal abonnieren, damit du dann keinen spannenden weiteren Cocktail mehr verpasst. Glocke aktivieren hilft, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos online gehen, dass du sofort eine Nachricht bekommst. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal bei Drinknik. Cheers, euer Jörg.